keine Bomben am Rosenheimer Bahnhof. In dieser Woche hat ein Kampfmittelräumdienst auf dem Gelände des Rosenheimer Bahnhofs nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Mit Hilfe von Sensoren wurde an vermuteten Fundstellen vorgefühlt, wo dann ein Bagger die Erde Schicht für Schicht abtrug. Obwohl das Bahnhofsgelände im Zweiten Weltkrieg starken Bombardements der Alliierten ausgesetzt war, wurden keine Blindgänger mehr gefunden. Im Falle eines Fundes, einer Entschärfung oder Sprengung vor Ort, hätten Teile Rosenheims vorsorglich evakuiert werden müssen. Die Untersuchung war Grundlage zur Bodensanierung im Zuge der Neugestaltung des Rosenheimer Bahnhofareals. Am Mittwochabend wurde in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim eine 62-jährige Frau von ihrem Sohn tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Im Zuge der Tatortarbeit wurde festgestellt, dass der Halsbereich des Opfers tödliche Verletzungen aufweist. Staatsanwaltschaft Regensburg und Kripo Landshut haben Ermittlungen hinsichtlich eines Tötungsdeliktes in die Wege geleitet. Noch am selben Tag konnte ein Tatverdächtiger in München ausfindig gemacht werden. Er befindet sich aufgrund richterlicher Anordnung in einer freiheitsentziehenden Maßnahme. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv laufen noch. Ganja, Holly, Fred und Frieda. Sie sind die neuen Mitbewohner des Nürnberger Tiergartens. Die Seelöwenfamilie wächst weiter. Anfang Juni kam der erste Nachwuchs in der Noris zur Welt. Mittlerweile sind es 4 Seelöwenbabys. Die Mütter kümmern sich sehr fürsorglich um ihre Kleinen. Nürnbergs Seelöwen sind echte Globetrotter. Viele von ihnen sind mittlerweile in Spanien, Israel oder Hongkong zu Hause. Fränkische Seelöwen, also weltweit beliebt. Die Creme des Online-Marketing traf sich im Rilano-Lehmbach-Palais zum Gipfeltreffen namens Vision Award 2013. Ausgezeichnet wurden die besten Marketing-Ideen des vergangenen Jahres. Zum Beispiel die Initiative Deutschland rundet auf. Schon jetzt kamen für gemeinnützige Projekte 1,3 Millionen zusammen. Cent für Cent. Oder Tiramisu, online bestellt und am gleichen Tag geliefert. Es funktioniert und dafür gab es einen Preis. Ganz locker prämiert wurde auch eine geniale Heizidee. Warmwasser aus dem Serverschrank. Rechenleistung und Warmduschen. Das passt. Die Firma AO Terra erhielt den Preis. Oder Smart Concierge. Ein Touch aufs Smartphone und schon steht der Yogalehrer vor der Tür. Oder jemand zum Gassi gehen. Der Vision Award 2013. Entspannt und innovativ. Die kommenden Marketing- und Kommunikationsgurus und ihre Geschäftsmodelle.